Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft mit unserem World of Warcraft 30 Tage 30 Stunden Projekt. Und ich bin auf der Suche nach einem Dungeon und ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich habe wirklich nicht in meine Post geguckt, ja. Aber, wow, wobei die Sachen sind ja auch nur 2 Tage. Okay, habe eventuell meinen Denkfehler entdeckt. Ja. Die Sachen sind nur für 48 Stunden im Auktionshaus. Alle unsere Sachen sind weg. Also entweder sie wurden jetzt gekauft. Davon bin ich jetzt ausgegangen, deswegen habe ich jetzt auch extra nicht in die Post geguckt. Ist aber Schwachsinn, weil wenn sie nicht gekauft wurden, habe ich sie jetzt halt einfach wieder in der Post. Aber wir können mal gucken. Auktion erfolgreich. Oh, da kommt das Gold. 140. 100. Oh mein Gott. Ah, unsere ganzen Items wurden nicht gekauft. Es wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, weil die Preise dafür waren schon lächerlich hoch, wenn man bedenkt, dass das eigentlich übelster Schmutz war, den ich einfach so bekommen habe, ohne irgendwas Besonderes zu machen. Okay. Aber 160 Gold ist doch fett, Alter. Aber die dicke Spinnenseide wurde tatsächlich nicht gekauft. Für wie viel hatte ich die drinnen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber egal, da machen wir jetzt harte Dumpingpreise, wenn wir wissen, dass das nicht verkauft wurde beim ersten Mal. Sorry für die Umstände. Dann machen wir hier. Oh, was? Einzahlen? 58. What? Okay, dann machen wir 90. Ja, aber es lohnt sich ja gar nicht. Dann das hier nicht verkaufen. Dann das nicht verkaufen. Dann, was war hier? Das war doch die 150. Oder 70, ja. Also ich weiß nicht, für wie. Ah, ich hätte es wahrscheinlich für 75 drinnen. Weil es ist für 74,99 jeweils drinnen. Ah ja, okay. Tja, wenn ihr meine Dumpingpreise mitmacht, dann wie gefällt euch das hier? Oh Mann, irgendwie fühlt es sich falsch an. Aber irgendwie fühlt es sich auch gut an. Naja, wie gesagt, die Sachen wurden nicht gekauft, also muss es sich ja irgendwie auch um Trash handeln. Und wenn ich Trash habe, dann... ja. Alright. Was ist das hier? Das war das mittlere Rüstungsblabla. Was? Das ist nur 45 Silber? Okay, das ist ja wirklich Müll dann. Was haben wir nochmal? Ja, nochmal ein Gold. Zack. So. Wenn davon noch was verkauft wird, gut. Wenn es nochmal zurückkommt, dann einfach wegschauen. Den Trash. Genau, dann merkt ihr jetzt, hier sind irgendwie 4 Fenster. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das irgendwie nicht doch wieder umstellen kann. Also ich habe jetzt die beiden Plugins geholt, die mir am meisten beziehungsweise am ehesten empfohlen. Leute, das Ding kostet 1,90. Warum? Okay, gut, das hätte ich vielleicht vorher mal nachschauen sollen. Egal, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Stimmt, das hätte ich bei den Items echt nachschauen müssen. Aber die meisten habe ich ja für mehr als ein Gold rein. Also die Items, wo auch wirklich was wert sind beim NPC. Oh, was ist das hier eigentlich nochmal? Tollkühnheit? Kennen wir das schon? Werde zum Berserker und erhöht die Wuterzeugnis um 100%. Ah ja, genau. Für 10 Sekunden so ein Mini-Buff. Alright, nächster Dungeon. Und zwar habe ich mir die Addons geholt. Und das eine ist jetzt quasi der Vorschlag, welche Fähigkeit du als nächstes einsetzen sollst. Warum das mitten im Screen ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Man konnte ja auch nichts einstellen. Das andere Addon ist das hier, verursachter Schaden, das, was ihr euch die ganze Zeit schon gewünscht habt. Das habe ich jetzt hier mal an den Rand gepackt. Ich weiß nicht, ob das euch zu klein ist, aber wenn ich es größer mache, nimmt es irgendwie auch wieder zu viel Platz weg. Alter, wie viele Quests hier gibt. Genau. Was hier, das hier würde ich gerne umstellen, aber irgendwie. Andererseits, so sehr stört es eigentlich auch nicht, aber es sieht einfach kacke aus. Warum kann das nicht hier einfach direkt über der Leiste sein? Wahrscheinlich liegt es daran, dass du bis hier oben Leisten hast normalerweise und ich die einfach nur nicht benutze. Aber gut. Der Schattenhammer wird einen Grund für seine Anwesenheit hier haben. Wir haben keine Ahnung wieso, aber Teiltag verrät euch eins unserer kleinen Geheimnisse. Der Schurke Lexlord wartet vor der Halle von Verhörmeisterin Gerstern, um sie abzumurksen, wenn er eine Chance dazu bekommt. Sie ist aber zu clever dafür, also müsst ihr da reingehen und das erledigen, ja? Geht und sprecht mit Lexlord und sagt ihm Bescheid, ich bin sicher, er wird damit einverstanden sein. Auf dann! Ja, da bis ihr die Quests dann genau habt, sind die schon wieder fertig mit dem Dungeon. Ich fürchte, wir kämpfen momentan auf verlorenen Posten. Es wäre schon schwierig genug, die Dunkeleisenzwerge allein zu besiegen, aber ihre Elementarverbündeten haben ihnen nagelneue Krieger verschafft, mit denen wir nicht mithalten können. Ihr müsst uns helfen, ihren Bereich zu infiltrieren und so viele ihrer wichtigen Anführer wie möglich zu töten. Das wird hoffentlich ihren Streitkräften einen Schock versetzen und das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Meldet euch bei Razal
Heap für weitere Anweisungen erst jenseits dieses Tors auf der rechten Station, auf der rechten Seite stationiert. Möge die ewige Sonne euch bewahren. Noch zwei Quests. Oh man. Oh man. Am Ende, am einen Ende der Dunkeleisenstraße findet ihr ein massives Tor, ähnlich dem, was auf der gegenüberliegenden Seite der die Heil-Schattenschmiede schützt. Wir haben jedoch keine Ahnung, was sich dahinter befindet. Wir wissen nur, dass es von Patrouillen, der Zorneshämmer und dem geschmolzenen Riesenball gar schwer bewacht wird. Ihr müsst sie einfach nur beseitigen und schauen, ob ihr das Tor öffnen könnt. Stellt euch nur vor, was dahinter liegen mag. Es könnte eine komplette zweite Hälfte der Stadt geben, von der wir bis jetzt noch keine Ahnung hatten. Oder nichts, wer weiß das schon. Schon seit Jahren suche ich einen ganz bestimmten Edelstein, er wird das Herz des Berges genannt und ist so groß wie eure Faust. Die Dunkeleisenzwerge haben den Stein in ihrem Gewölbe weggeschlossen und ich kann machen, was ich will, sie wollen ihn mir einfach nicht verkaufen. Also muss ich Gewalt anwenden. Kämpft euch zum schwarzen Gewölbe in der Nähe der Halle des Handwerks durch, brecht in den geheimen Safe dort ein und holt euch das Herz. Dazu müsst ihr den Wachen und Steiggriff besiegen, aber der taucht erst auf, wenn ihr jeden Reliktkasten im Gewölbe geöffnet habt. Oh Mann, Alter. Holy shit, warum war das so laut? Einfach den Leichen folgen. Einfach den Leichen folgen. Ey, what up, guys? Kommt hier rüber. Wenn ihr meine Tarnung auffliegen lasst, dann schwöre ich beim Kriegshäuptling, dass ich euch auf der Stelle töten werde. Gestern ist viel zu schwer bewacht, außerdem ist sie viel zu schlau, um ihren Posten zu verlassen. Also werde ich sie nicht töten, ihr werdet es tun. Ich werfe auch noch etwas, das ich in einer Wache abgenommen habe. Mit in die Waagschale, damit es die Mühe für euch wert ist. Okay. Was ich hier nicht verstehe, ist, warum das immer wieder ausgeblendet wird und wieder resettet wird. Das habe ich nämlich eigentlich nicht eingestellt. Ich habe das eigentlich eingestellt, dass das nicht resettet wird. Dachte ich zumindest. So. Na, jetzt mache ich es schon falsch. 4 soll ich drücken? 4? Moment, aber es ist egal, wie oft die 4 drücke, der ändert es nicht. Das ist zu weit entfernt. Ja, wait, what? Klicke auf den vergleichenden Reiter für Vergleiche zwischen Spielern derselben Klasse. Ich will gar nichts vergleichen. Ich dachte, das ist jetzt eine gesamte Dungeon-Damage-Anzeige. Also ich verstehe nicht ganz, warum ich, ich check nicht, wenn Wirbelwind auf der 1 ist, also die nächste Fähigkeit, die ich einsetzen soll, Wirbelwind ist, aber halt einfach nicht weggeht, dann weiß ich halt nicht, was ich da machen soll. Einfach die ganze Zeit Wirbelwind spammen? Und wenn ja, warum zeigt es mir dann 4 Fähigkeiten an? Wenn ich immer nur die gleiche benutze. Also es reicht doch eigentlich, wenn er mir immer nur die nächste anzeigt. Aber das ist wahrscheinlich dieses in die Zukunft sehen. Ich habe mir das auch durchgelesen, dass ich das neu hatte. Oh, ich mache mit Abstand den niedrigsten Damage. Let's go. Das, obwohl ich AOE-Damage mache. Jetzt mache ich sogar genau das, was er von mir will. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er nicht will, dass ich die execute. Damn, ich bin genauso useless, wie ich mich die ganze Zeit fühle. Was spielt denn dieser Born Stoned? Ist ein Mage, oder? Ja. Oder auf jeden Fall. Auf jeden Fall kein Krieger. Aber damn, unser Tank macht halt 4-mal so viel Schaden wie ich. Jesus. Ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt, das Add-on, muss ich sagen. Oder das Plugin, whatever. Was ich da installiert habe. Hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie verwirrt mich das noch mehr, als es vorher war. Weiß auch nicht. Bin jetzt nicht so begeistert davon. Und gefühlt mache ich genau das gleiche wie vorher. Ich spam die ganze Zeit meine AOE-Skill, bis ich die Gegner exekuten kann. Also ohne Scheiß. Es ist genau das gleiche, was ich davor schon gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Erweiterung hier ist. Es ist literally dasselbe. Ich spam 4, bis irgendwas low ist und dann execute ich.
Oder auch nicht, je nachdem. So. Jesus Christ. So, Loot, Loot, Loot. Aber hier kann ich nochmal kurz gucken, ob ich hier irgendwie... Genau. Aktualisierungsintervall sind 3 Sekunden, genau. Aber es soll nicht resetten. Okay, ich sollte wahrscheinlich helfen. Alter, wo wir hinlaufen, holy shit. Ich brauche ein Ziel. Oh man. Jetzt war ich endlich mal im Flow drin hier. Lol, das funktioniert? Oh man. Also selbst jetzt ist mein Damage ultra low. Naja, wobei 9k ist für meine Verhältnisse gar nicht so bad. 9k ist für die Verhältnisse bisher gar nicht so bad. Bring the Encounter Breakdown Plan. Ach du heilige Scheiße, ey. Oh Mann, Alter. Das ist ja das most toxic Plugin, was man sich überhaupt vorstellen kann, weil es flamed, es sorgt ja dafür, dass du deine Teammates flamen kannst. Die Anwesenheit des Schattenhammers macht unsere Aufgabe hier nur noch komplizierter, doch ihr habt euren Teil für den Moment getan. Ihr habt eine Belohnung für eure Bemühungen verdient und ein wenig Ruhe. Lasst uns hier verschwinden. Ja genau, jetzt wird es wieder resettet. Warum wird denn das die ganze Zeit resettet? Ich dachte, der Vorteil davon ist, dass man am Ende vom Dungeon sieht, hey, der hat so und so viel gemacht. Und nicht nur für jedes einzelne Monster geführt oder für jeden einzelnen Kampf. Das ist ja Schwachsinn. Oder nicht? Ist doch dieser Bullshit. Wenn das die ganze Zeit resettet wird, das ist doch überhaupt nicht aussagekräftig. Ach du heilige Scheiße. Uff, vielleicht hätte ich mich damit doch ein bisschen länger befassen sollen. Ich habe es halt eingestellt, aber ich wusste nicht, dass das... Ich habe es ja nicht ausprobiert. Ah, Daten löschen manuell. Ja, genau. Aber es wird doch die ganze Zeit zurückgesettet. I don't get it. Fuck you, wenn eine Quest, lol. Beide dran vorbeigelaufen. So, ich mache sie einfach beenden. Und annehmen. Seid vorsichtig. Hey, appreciate it. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich das übersichtlichste Menü, muss man ganz ehrlich sagen. Oder hier auf Activity Time? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich gefühlt mache ich genau das gleiche wie vorher und bin genauso ineffektiv wie vorher. Da kann mir keiner was erzählen. Na gut, die können natürlich auch besseres Equipment und so weiter haben, machen deswegen trotzdem mehr Schaden. Egal, ob ich jetzt meine Fähigkeiten endlich mal richtig einsetze oder nicht. Ich will einfach nur auf den Punkt hinaus, dass ich literally genau das gleiche mache wie vorher.
Wird mir schon wieder zu viel, ey. Jetzt mit den neuen Waffen mir schon wieder. Wir haben halt 2x8. Beziehungsweise 1x9 Sachen, ey. Das ist. Just too much, man. Just too much. Und ich weiß, ich habe gerade nicht die Fähigkeiten eingesetzt, wie sie da standen, aber ich habe mich auch gerade auf meine Leiste fokussiert. Ich habe was ganz anderes geachtet. Warte, Heilung? Oh shit. My bad. Ach. God damn it. I'm the worst player ever in this fucking game. Moment mal, das ist schon. Lol, das ist ja schon der Boss. Also mit den ganzen Quests, die wir angenommen haben. Na gut, die kann man wahrscheinlich danach auch noch machen. Aber das ist gar nicht. Das ist gar nicht der Boss. Das ist nur ein Bonusziel, wenn man meint. Das ist überhaupt nicht der Boss. Ja, wie gesagt, ich finde das jetzt nicht wirklich so hilfreich. Also ich finde, es sollte dauerhaft aktiv sein für eine Instanz quasi. Aber wenn man das hier auf die Schnelle einstellt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also wenn das jemand weiß, wäre wirklich ein gutes Tutorial notwendig. Vielleicht kann ich das auch selber nochmal nachschauen, weil ich weiß nicht, was man da suchen muss. Da gibt es wahrscheinlich sogar einen Begriff dafür. Oder beziehungsweise irgendwas, was halt in der Sprache gängig ist. Aber wenn man das nicht weiß, wird es halt schwierig. Naja. Oh oh. Ich achte nur noch auf die Anzeige, ich achte auf gar nichts anderes mehr. Das ist fast schon mehr ablenkend als hilfreich. Weiß nicht. Ich meine, gut, okay, wenn jeder seinen Job macht, muss man ja theoretisch auch auf nichts wirklich was anderes achten, weil wenn der Tank tankt, der Heiler heilt, dann können wir das eigentlich relativ bewusst sein, dass die da drei mitnehmen werden. Aber trotzdem. Oh oh, Ziel gewechselt? Oh oh. Das sah jetzt echt so, als wäre das der Todesstoß gewesen. War es wahrscheinlich nicht, aber. Sah ganz funny aus. Oh. Magma-Gewalt. Schon wieder eine neue Waffe. Das kann ja nicht wahr sein. Anlegen eure Nahkampfangriffe haben eine Chance, das Ziel mit 267 Feuerschaden zu überziehen. Naja, das ist besser als der Speer von der alten. Das Zepter. Und beim anderen würden wir 15 verlieren und wenig bekommen. Ja, dann wechseln wir die Waffe einfach aus. Genau. Boah, der Hammer sieht richtig kacke aus. Die Axt hier, der glänzende Verheerer. Die sieht richtig nice aus. Oder Axt, Beil, whatever. Alright, wieder ein bisschen stärker geworden.
Warum jetzt zeigt er mir 7 an? Warum zeigt er mir 7 an? Das war wahrscheinlich schon noch von vorher klar, aber trotzdem. Dass es nicht weggeht. Naja, und sorry, dass ich so ein Noob bei sowas bin, aber wie gesagt. Bin jetzt auch nicht so hart invested in das Game. Und muss das ja erstmal hier in der Praxis sehen überhaupt. Oh. Ah, stimmt, irgendjemand hat mir noch geschrieben, ich kann hier irgendwie auf. Auf was kann ich klicken? Auf das Auge. Auf irgendwas kann ich klicken, dann wird mir so Bergbauzeug angezeigt irgendwie. Oh, das sieht aber fancy aus. Oh. Dunkeleisenvorkommen. Mhm. Davon habe ich wahrscheinlich schon das eine oder andere übersehen. Weiter ranzoomen kann ich nicht mehr. Ah. Schon wieder so ein Dude da drin. Also in jedem Dungeon ist so ein Dude drin. Mineraliensuche ist aktiv. Nevermind. Mineraliensuche ist aktiv. Okay, muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal eine Ader vorbeikomme, wie das dann aussieht. Wenn ich es mal live in Praxis quasi sehe. Und ja, das sagt man so in Germany, da sagt man in Praxis. Das ist ein deutsches Wort, Praxis. Google das. Ist so. Kann ich auch nicht lernen. Deutsch. Ich spreche. Leute, das sieht aber übel nice aus. Alter, das sieht übel geil aus. Schade, dass die uns umbringen wollen. Ich find's aber komisch, dass nie der Sturmhammer. Oder wie heißt der Sturmblitz? Meine natürlich. Dass der nie eingesetzt wird. Weil klar, was das DPS angeht, ist er natürlich nicht gut. Aber der stunt ja den Gegner. Ich meine, gut, okay, wahrscheinlich braucht uns das Team das gar nicht. Aber so grundsätzlich ist es eigentlich gar keine so schlechte Sache. Unser Heiler macht mehr Schaden als ich. Unser Heiler macht mehr Schaden als ich. Es ist alles gesund. Ich hoffe, niemand anders hat dieses Plugin installiert. Na gut, ich bin heute eigentlich noch ineffektiver als sonst, tatsächlich. Also gefühlt ist das meine schlechteste Runde, falls man es überhaupt so nennen kann. Überhaupt. Alright. Oh. Lord Incendius. Oh Mist, hier werden eine Quest zum Abgeben. Oh, die hat ja auch sonst keine abgegeben, also wird das schon so passen. Ich dachte gerade kurz, der wäre einfach runtergesprungen, what the fuck. Ich meine, das ist schon eine gute Orientierung, wenn man es dann mal ein bisschen hinten verinnerlicht hat und nicht nur noch auf diese Leiste guckt, sondern auf alles, was passiert. Aber ja, boah, das sieht schon krass geil aus. Damn. Wenn es mal ein bisschen verinnerlicht hat, ein bisschen geübt hat, dann läuft es damit wahrscheinlich ganz gut mit der Leiste.
Aber ich weiß nicht, so aktuell habe ich das Gefühl, dass ich schlechter werde, wenn ich die benutze. Weil ich halt wirklich nur noch auf die Sachen achte, die hier stehen und alles andere eigentlich einfach nicht mehr mache. Weil auch die Self-Buffs stehen da gar nicht drin, aber es ist wahrscheinlich auch nur für Kampfskills gedacht. Nicht für alles. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich deswegen. Lol. Aber ja. Weil man sich die Buffs dann theoretisch mal alle nebeneinander ziehen könnte und einfach dauerspammt. Einfach immer anklickt, wenn sie aktiv sind. Weiß nicht. Ob dort gerade jemand ein Level abgehakt? Oh, ich habe auch gleich eins. Oh, ich habe auch gleich eins. Uiui. Hier, tatsächlich. Da wird es angezeigt. Boah, das finde ich aber nicht besonders. Das finde ich aber nicht besonders hilfreich, diesen Punkt auf der Map. Oh, ich hoffe, das ist was wert. Ich hoffe, das ist was wert. Ich bin reich und ehrlich. Wundert mich aber, dass fast keiner Bergbau macht. Ich bin gefühlt immer der Einzige, der das macht. Wenn man da so fett Knete mit verdienen kann mit den Ressourcen. Ich meine, gut, okay, für andere Leute sind 70 Gold wahrscheinlich nicht voll fett Knete. Aber für mich halt. Oh Leute, ist halt der Endboss. Oder? Phineas Dunkelader, ja. Das ist halt legit der Endboss. Fühlt sich nicht so an. Wahrscheinlich nur, weil ich die ganze Zeit nichts gemacht habe. Wahrscheinlich. Schaden habe ich jetzt 11k. Alter, der eine hat einfach 27k. Er übertreibt halt auch gleich wieder komplett. Also dieser Born Stoned. Der ist schon kranken Damage. Welches Level hat denn der? Hier. 58. The fuck, Alter, warum macht er so krank viel Schaden? Also ist ja nicht so, nicht, ist ja nicht nur so, dass ich sau wenig Damage mache. Er macht legit auch mehr, 9000 mehr als der zweite Damage-Dealer. Also er outdamaged jeden hier krank. Nicht nur mich. So, jetzt machen wir wahrscheinlich noch die anderen Bosse, beziehungsweise eine Bonus-Ziel wahrscheinlich noch. Gefühlt sind die alle in der Gruppe und reden miteinander und ich so, hi, I'm from Germany, guys. Weiß nicht. Aber jetzt laufen wir zurück. Also, wollen die jetzt dahin? Wäre es nicht schneller gegangen, wenn wir uns alle kurz raus teleportiert hätten und wieder da angefangen hätten? Oder is it just me? Ich will es ja nicht der Uncoole sein, der sich raus teleportiert und auf die anderen warten muss. Außerdem, am Ende gehen die ganz woanders hin, dann finde ich sie nicht mehr so schnell. Wobei sie auf der Map angezeigt werden. Aber ja. Niemand ist schneller als ich. Was ich aber dann noch einen Dungeon schaffen, weil der jetzt schon wieder so lange dauert. Aber gut, wenn es zu lange dauert, machen wir halt nächstes Mal wieder ein bisschen kürzer. Das kann man immer wieder ausgleichen. Ist ja nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist. Hat ja die letzten Folgen jetzt auch funktioniert. Hat zwar irgendwie ein bisschen das ganze zweckentfremdet, weil ich wollte eigentlich wirklich jede Stunde über eine, jede Folge über eine Stunde haben. Ja, gut, aber vom Prinzip her ist es ja egal. Das Projekt heißt 30 Tage, 30 Stunden. Das heißt, theoretisch könnte ich 29 mal eine Minute spielen an einem Tag. Naja, gut, okay, das ginge nicht. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. So. Verdammt, ich muss einfach wissen, was hinter diesem Tor liegt. Das könnte die Entdeckung sein, die meine Karriere ins Rollen bringt, versteht ihr? Vielleicht können ein paar strategisch platzierte Explosionen das Problem lösen. Seid vorsichtig da draußen! Ach so, hä, was? Warum sind die jetzt extra nochmal zurückgegangen dafür? Komisch. Ich dachte, da gäbe es jetzt noch eine Folgequest. Bam. Bam. Sit down, kid.
down. Ich will jetzt mal probieren, ob ich mit meiner Taktik mehr Schaden mache. Aber wahrscheinlich nicht. Weil das kann man erst wirklich beim nächsten Bossfight mal... Ja, genau. Beim nächsten Bossfight kämpfe ich mal einfach ohne das Ding. Und ach, und kämpfe nur so, wie ich es machen würde. Dann will ich mal gucken, wie viel schlechter ich dann bin. Wenn ich nicht drauf achte. Also ich probiere dann halt nicht drauf zu achten. Der Typ steht halt da und macht legit nur fucking Auto-Attacks. Oh! Lol. What the fuck? What the fuck? Was ist das? Lol. Das sind quasi Zwergengefängnisse in den Berg gebaut. Das ist ja saufun. Gold haben wir mittlerweile eigentlich 169. Schilddinger. Als wäre das dann wie ein deutscher Name. Also Nachname, lol. Schilddinger. Thomas Schilddinger. Markus Schilddinger. Franz Josef Johann der Dritte Schilddinger. Sounds pretty good. Sounds pretty good. So. Lord Rockor. Oh. Ey, Moment mal. What the fuck? Wieso hat er uns angegriffen? Der stand doch gerade ganz woanders. So, jetzt will ich aber mal gucken hier. Ich kämpfe jetzt auf meine Art und Weise. Ah, shit. Shit. Fuck. Oh mein Gott, genau wo ich hinrichten machen will. Du Sau. Ey, ich habe was gedroppt. Schultern der verbrannten Erde. Aber ja, jetzt habe ich 12,8k gehabt. Geht doch nicht weg, Alter. Oh, so nervig. Ja, war ich tatsächlich besser. Ich sag ja, das lenkt mich zumindest jetzt gerade mehr ab, als dass es mir wirklich weiterhilft. Mein Gott, das ist immer so was Neues ausprobiert. Selten, dass es gleich besser ist als das alte. Also das alte war garbage. Oh. Lol. Für die nächsten 1 Stunde 55 Minuten könnt ihr diesen Gegenstand mit anderen Spielern handeln, die ebenfalls berechtigt waren, diesen Gegenstand zu plündern. Also quasi mit Leuten aus der Dungeon-Gruppe. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Achso, das ist überhaupt besser? Ist es. Gibt uns plus 10 und wir verlieren 7.
Worauf warten wir? Ist irgendwie auch komisch, wir haben die Bosse schon besiegt in dem Dungeon. Also wir haben quasi gemacht, was wir machen sollten. Wir sind einfach immer noch hier. Not quite sure why. Also ich meine, ja, wir haben nicht alle Quests abgeschlossen. Aber ich weiß nicht, warum wir zuerst die Endbosse besiegt haben, die schwierigeren Gegner. Das ist mir ein Rätsel. Cape haben wir ja schon, ne? Oh Mann. Nee. Ich hasse mein Leben schon wieder. Den hätte ich gebraucht. Damn it. Schließt den Ring des Gesetzes ab, was damit wohl gemeint ist? Ich meine, ja, irgendwas hier im Dungeon, aber was genau? Irgendwie ist es auch funny, dass unser Tanken. Ich weiß nicht mehr, was ist das? Eine kleine Katze ist? Legit keine Ahnung, was das sein soll. Also mein Damage ist viel höher, wenn ich einfach so kämpfe wie bisher. Ich weiß auch nicht. Übrigens ist mir jetzt auch aufgefallen, dass der blaue Dude, den ich die ganze Zeit so lustig fand und so cool, dass es nur der Diener von dem einen ist. Und deswegen sieht er auch immer gleich aus und deswegen ist er auch in jeder Instanz dran. Das ist halt nur der Begleiter von irgendeinem. Yikes. Ganz schön peinlich. Gut, dass ich das nicht irgendwie ins Internet gestellt habe oder so. Sehr gut. So. Wir hatten auch Level Up vorhin, by the way. Aber da haben wir anscheinend keinen neuen Skill bekommen, worüber ich sehr dankbar bin. Ich bin der Meinung, ich habe schon zu viele Skills. Ich habe mehr als genug Skills, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mehr als genug Skills habe. Ich meine, ich habe keinen Skill, wenn ihr versteht, wie ich meine. Aber Skills habe ich genug. So ein Feuerball-Junge. Lol, what the fuck, warum hatte der so viel Loot? Oh. Gimme that Kupfer und Silber. Der Ring des Gesetzes. Ah. Oh, ist das jetzt so eine Arena, geht das hier das Tor zu? Oh, Taurus Sun, kenne ich, das ist eine Hearthstone-Karte. Verringert die Kosten aller Karten auf Arand am Ende eures Zuges um 1. Ja, auswendig gelernt. Ah ja, jetzt sind wir gefangen. Boom. Chakalaka. Boom, Chakalaka. Lol, mir fällt jetzt was auf, die Monster haben gar keine Dungeon-Dinger mehr. Ist das jetzt ganz normale Monster?
Das Skelett. Einfach ein bisschen am Chillen. Ist beim Meditieren gestorben. Ah, nee, doch nicht, lol. Sah nur von oben so aus. Oh, fuck. Oh, fuck. Grizzle. Oh, boy. Oh, boy, Grizzle. Shit. Na, den kann ich nicht betäuben. Hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert bei dem Gegner. Der sieht nicht aus wie jemand, der sich gerne betäuben lässt. Nein, nein, nicht wirklich. Oh, Pläne Dunkeleisen Pulverisierungs... Pulverisierer. Ah, den hat jeder bekommen. Ah. Okay. Hätte hier nicht noch eine dritte Challenge kommen müssen, oder geht's hier einfach nur nach oben? Oh. The fuck, der Typ ist einfach ein fucking Frettchen. Und der andere eine Katze oder so. Oh. Hier ist alles so riesig gebaut. Ich meine, klar, es ist nur ein Spiel. Aber hier ist alles so riesig gebaut und die Dudes, die hier rumlaufen, sind kleiner als die Stühle, die hier stehen. Das ist irgendwie passt das nicht so ganz. Wir haben drei von diesen Frettchen im Team. Alle außer Born, Stoned und ich sind solche Frettchen, Katzenviecher, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie die heißen. Ich wusste nicht mal, dass es so eine Rasse gibt in WoW. Ohne Spaß, die werden nie gesehen. Get wrecked. Oh. Get wrecked, kiddo. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch General Zornesschmied töten und Golem Lord Algenach töten? Und das Herz des Berges holen. So, what the fuck, Alter? Ich dachte, wir sind mit dem Dungeon so halb durch. So, haben wir für doch nicht mal angefangen. Aber wo sollen die denn sein? Die sind ja nicht mal auf der Map verzeichnet. Jetzt geben die Quest ab, die wir vorhin schon abgegeben haben, wahrscheinlich. Nee. Wieso können die bei dem eine Quest abgeben? Das ist so weit entfernt. Was ist das denn? Auf was muss ich hier drücken? Also die haben das Herz des Berges, das ist das Problem. Ich nicht. Woher kriegt man das denn?
Nee, nur ein einziger hat's. Das Herz des Berges. Vertas Degis. Zum schwarzen Gewölbe. Okay, irgendeiner ist rausgegangen. Echt. Also es geht hier noch weiter? Ah, Gefängnisblock und Schattenschmiede. Ah. Aber das wollen die anscheinend nicht machen, weil die liefen gerade alle die Gruppe. Bin nur noch ich und ein anderer drin. Ja, ich bin. Hä? Check ich jetzt nicht. Na gut, dann breche ich die Quests mal ab. Damn. Das war echt unbefriedigend. Vor allem, was haben wir jetzt die letzte Zeit in dem Dungeon noch gemacht? Wir haben keine einzige Quest abgeschlossen. Einfach nur komplett sinnlos rumgelaufen. Das war jetzt irgendwie voll für den Arsch. Also das war jetzt irgendwie komplett für den Arsch. Einfach nur sinnlos rumgelaufen. Die hat wahrscheinlich selber keine Ahnung, was sie machen sollen. Oder wie es weitergeht. Weil wenn mit diesem Bohrer wäre es safe weitergegangen, aber ja, gut. Ah, falsches Ding. Ich kann nicht überall verkaufen, aber trotzdem. Oh. Das sieht fancy aus. Ja, willst ein paar aufs Maul, Junge? Ja? Ich rede mit dir. Willst ein paar aufs Maul? Paar aufs Maul? Paar aufs Maul? Ja? Okay, dann nicht. Wie er das Tanzen angefangen hat, Alter. Nice. Oh, fuck, jetzt habe ich's ausgerüstet. Ups. Hoppla. Weg damit. Ist ja eigentlich eh symbolisiert. Alles, was diesen Gold-Button, nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat, Seid sicher. ist wertloser Müll, den niemand anscheinend gebrauchen kann. Und alles andere kann man. Let's go. Endlich. Oh mein Gott, wir haben nur noch einen Umhang und eine Kette, die blau, die grün sind. Noch zwei Items. Let go. So, dann können wir noch mal gucken, was unser Zeug hier wert ist. 64 Silber und hier kriegen wir 99. Ja gut. Dann machen wir mal 85. Ich muss hier wirklich, ich muss die Preise so krank in den Keller treten, dass die Leute einfach nur noch weinen, wenn sie nur meinen Namen hören. Okay, das ist nicht viel wert. Der Verkaufspreis ist ja immer insgesamt, ne? Ja. Das verkaufe ich beim NPC, glaube ich, oder? Das lohnt sich ja nicht. Am Ende kauft es keiner und dann, ja, ne. Dunkeleisenerz, ja, stimmt, das wäre der Hauptgewinn. Als ob das 15 Gold each wert ist. Alter, dann kannst du ja einfach nur noch in den Dungeon gehen und dir das rausholen. Na gut, okay, der Dungeon war jetzt an sich nicht so geil. Das war ja fast der Jackpot. Einfach um ein Gold unterbieten. Oh Mann. 75 Cent? Tiefsteinsalz? Okay, das ist nicht schlecht. Die Leute freuen sich, dass ich in dem Spiel bin. So. Das hier muss doch was wert sein. Ein Gold. Okay, das waren jetzt nicht wirklich die
Die kranken Sachen, die ich erwartet hatte. Ja, Trash. Okay, also alles andere kann man beim NPC verkaufen. Wow. Ich kann das nicht angreifen. Irgendwie enttäuschend. Was ist das denn hier für einer? Feuerfürst Abda Adab Wildu. Was spielt denn der für eine Rasse? Damn. Sieht cool aus. Aber sieht auch sehr teuer aus. Na gut. Hauptsache jetzt resettet es nicht, by the way. Hauptsache jetzt resettet es nicht mehr, ne? Ihr sucht doch unbelievable. Was ist das? Zack, 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 zack. Ja. 176 Gold. Ja, ist nicht schlecht, wenn man unser Gold jetzt quasi verdoppelt. Vom Beginn der Folge zum Ende der Folge. Andererseits hat die Folge nicht wirklich was dazu beigetragen, sondern es war einfach nur das Auktionshaus. Apropos. Ja, schade. So schnell geht es dann wahrscheinlich doch wieder nicht. Aber gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War jetzt wieder ein bisschen kürzer. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen länger sein. Wie gesagt, wir gleichen das aus. Und dann würde ich sagen, also am Ende werden wir ganz sicher auf 30 Stunden kommen. Keine Sorge, falls da schon jemand Bedenken hat. Aber ich denke mal, daran wird das Ganze hier nicht stehen oder fallen. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's kurz rein. Und ciao, ciao.